Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe zu meiner Kollektion. Hier zeige ich euch mal den Rest, den wir das letzte Mal einfach nicht geschafft haben. Da haben wir den ersten MSX-Rechner, den ich jemals hatte, ein Philips 8010. Da hinten haben wir auch noch einen Philips-Rechner, diesmal einen Sanyo. Den habe ich von einer Messe bekommen. Unter dem ist versteckt die gute alte Xbox. Dann haben wir da den Saber Videoplay. Eine der ältesten Konsolen und aber auch nicht unbedingt eine der besten. Unter der Schutzhülle haben wir den Klassiker, den guten alten C64. Einer der wichtigsten Heimcomputer, den man kennen muss. Daneben haben wir den Schneider CPC mit einem Kassettendeck. Und der Vorteil dieses Schneider CPCs war wirklich, ihr konntet das an einen Monitor hängen und dieser Monitor hatte eine Stromversorgung. Das heißt, dass die Anzahl von Kabeln war sehr eingeschränkt. Und auch sehr limitiert und aber auch sehr handlich. Auf dieser Seite haben wir ein paar weitere Rechner. Fangen wir mal mit dem Klassiker an, den Amiga 500. Den, wo die meisten auch kennen, dürfte nach dem C64 sicherlich das bekannteste sein. Hier haben wir den Mattel Intellivision. Der war das letzte Mal nur ein paar Sekunden im Bild. Jetzt könnt ihr auch einfach mal genießen. Das sind die Controller. Sieht ein bisschen aus wie ein ColecoVision, ist aber nur halb so gut. Und das noch nett formuliert. Hier ist der Amiga 1040 SD. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Dann sieht man den auch. Ein sehr guter Computer, sehr bekannt. War auch, glaube ich, das Gegenstück von Atari zum Amiga 500. Hier haben wir die gute alte PS3, die alte Kampfmaschine. Da ist das Sega Master System 2. Also das Gegenstück zum NES. Hier ist der N64. Auch mit, wenn wir das jetzt mal aufkriegen, mit Erweiterung. Das ist der Sega Mega Drive oder auch bekannt als Sega Genesis. Und hier haben wir den guten alten Amiga 2000. Sieht wie ein Desktop-PC aus. Ja, und wird auch von manchen so benutzt. Hallo, es ist Zeit, ein wenig mehr ein bisschen zu den Handhelds zu sagen. Das letzte Mal habt ihr ja schon gesehen, den Atari Lynx, den Game Gear, den Game Boy Color, den Game Boy Advance und den Game Boy Pocket. Dann kommen wir jetzt mal zu den Sachen, die ein bisschen letzte Woche einfach zu kurz gekommen sind. Fangen wir mal mit dieser interessanten Styroporbox an. Und diesen spannenden Anleitungen. Und unter diesen spannenden Anleitungen, ein Game Boy Weiß. Und zwar der allererste, der echte, eigentlich nur bekannt geworden durch Tetris. Aber ich glaube, jeder hatte ihn trotzdem. Das nächste, was man dann hat, ist von dem GBA die Special Edition, wie man sieht im Zelda-Design. Wenn ich ihn jetzt einfach mal anschalte, dann sieht man, dass sich da natürlich auch vom Display eine Menge getan hat. Und natürlich ist es ein Zelda-Game. Bevor ich zum nächsten komme, ich wechsle einfach mal ein bisschen die Reihenfolge wie zur englischen Version. Das ist der gute alte DS. Ich guck mal, ob der auch Saft hat. Hat er Saft? Hat er nicht Saft? Ja, vielleicht sollte man auch den richtigen Power-Knopf nehmen, das hilft manchmal. Ich tue mal so, als wäre ich selber ein Stift. Ich glaube, da ist der gute alte Layton drin, den ich mir gerade mal frisch zugelegt habe. Das ist ja fast eine Bildungslücke, dass man das nicht kennt. Das ist der gute alte Professor Layton. Als nächstes haben wir die gute alte Sony PlayStation Portable, die gute alte PSP. Jetzt kommen wir noch zum aktuellsten, dem guten alten, das heißt gut und alt, der ist ja noch relativ neu, der Nintendo 3DS. Ich habe gerade mal ausprobiert, hat der Saft? Startet hoch. Na, sehen wir was? Also ich gehe davon aus, von dem großen 3D-Effekt sieht man jetzt natürlich gar nichts. Aber wir können ja mal einfach gucken. Vielleicht ein Bild sehen. Tu uns doch mal einen Gefallen, mach doch mal ein bisschen weiter. Also Schwarzbild in 3D sieht schon mal toll aus. So, ich gehe davon aus, ihr seht von dem 3D-Effekt gar nichts. Der ist so oben sehr erkennbar, auch von hier aus, von meiner Perspektive. Aber ich gehe mal davon aus, ihr seht den mit Sicherheit wahrscheinlich gar nicht.
Das ist auch mein einziges Game, was ich bis jetzt dafür habe. Wir werden aber sicherlich noch ein bisschen mehr folgen. Und zum krönenden Schluss kommen wir zum kleinsten Gameboy, zum Gameboy Micro. Und da haben wir auch etwas, was besonders. Nicht die Österreicher, nicht die Schweizer und auch nicht andere deutschsprachige Nationen interessiert. Es ist ein It-Game. Es ist jetzt von Activision. Das war es früher, glaube ich, nicht. Es ist noch ein Logo und dieses Logo hat vielleicht der ein oder andere schon mal gesehen. Natürlich nur, wenn er über 18 ist. Wir können mal einfach lustigerweise mal ein bisschen gucken, ob ich das eine nicht hinkriege. Ja, startet auch ein bisschen die Musik. Ist interessant mit Kamera und Gameboy. Vielleicht ist das irgendwas auch, was mal irgendwann olympisch wird. Ha. Wir erkennen es sofort wieder. Und das ist einfach eine Bildungslücke, wer Doom 1 nicht kennt. Und jetzt dürfen wir es ja auch wieder erwähnen. Ich freue mich. So, damit möchte ich es auch kurz bewenden lassen für diese Woche. Wenn euch das gefällt, kommentiert einfach. Sagt mal einfach, was ihr sehen wollt. Und dann dementsprechend nächste Woche machen wir dann mit einzelnen Games weiter. Ich gucke mal, ob ich dann Reihen mache. Ob ich dann Games mache, die keiner kennt. Games, die jeder sehen will. Und dann gucken wir schon mal, was wir über die Wochen zusammenkriegen. Alles klar, ich bedanke mich. Bis zur nächsten Woche.